2015 ist das Jahr zahlreicher neuer Wohnungsbauprojekte in der Gemeinde Sylt. Eine Herausforderung für das kommunale Liegenschaftsmanagement, kurz KLM. Aktuell hat der Eigenbetrieb 226 Wohnungen, die er überplanen und bauen will. Ab April soll dann mit dem Bau der neuen Wohnanlage am Bastianplatz begonnen werden. Bis Ende 2016 will die KLM in der Gemeinde 175 neue Wohnungen fertigstellen. 2015 sollen insgesamt 27 Wohnungen an Bewerber auf der Warteliste der KLM vergeben werden. Rund 15.000 Starts und Landungen im Jahr. Sylts Flughafen ist die Nummer 1 im Norden. Denn während überall Regionalflughäfen sterben, hat der Airport der Insel seine Position im Rennen um Urlauber, Privatflieger und Geschäftsreisende gefestigt. Gewinn wirft er deshalb trotzdem nicht ab. Für 2014 wird das voraussichtliche Jahresergebnis zwischen minus 370.000 und 400.000 Euro liegen. Damit ist Sylt im Vergleich zu anderen Regionalflughäfen trotzdem konkurrenzlos günstig. Kompensiert wird das Minus laut Angaben von Geschäftsführer Peter Duven durch Werbeerlöse. Am 21. Januar 1890, also vor genau 125 Jahren, wurde er gegründet, der Westerländer Schützenverein. Am Jubiläumstag selber feiern die Mitglieder erst einmal nur im kleinen Kreis mit einem Festschmaus im Schützenhaus. Mit Insulanern und Gästen will der Verein das Jubiläum dann im Sommer feiern. Vom 12. bis 14. Juni wird es ein dreitägiges Festwochenende mit buntem Programm geben.